Willkommen zu Frag selbst, unserem Format, in dem Sie die Fragen stellen. Das machen wir ja im Aufgalopp für die Bundestagswahl mit allen Spitzenkandidaten oder Spitzenpolitikern der Parteien, die im Bundestag einziehen oder schon vertreten sind und wieder einziehen. Heute mit Horst Seehofer, dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef. Herzlich willkommen, Herr Seehofer. Schön, dass Sie sich hier den Fragen stellen. Und vielleicht ganz kurz, wir haben schon eine Menge Fragen vorneweg seit gestern bekommen. Auch Fragen, die sagen, wie sucht ihr eigentlich aus, was hier drankommt? Wir suchen eigentlich gar nichts aus. Wir nehmen die Fragen dran, die besonders oft gestellt werden, versuchen die dann irgendwie zu bündeln oder die Fragen, die besonders viele Likes haben. Und der ganze Rest sind Fragen und viele Antworten. Dann fangen wir auch direkt an, Herr Seehofer. Alexander Marz fragt, rein aus Interesse, wieso schon am frühen Nachmittag? Bisher war das doch immer 19 Uhr, oder? Ja, Berlin ist von München weit weg, exakt 600 Kilometer. Und ich möchte am gleichen Tag wieder zurück, weil ich ab morgen früh in München wichtige Termine habe. Gut. Carsten Neisewald sagt, warum kann eine Partei, die nur in Bayern gewählt werden kann, über Themen entscheiden, die mich in Niedersachsen direkt betreffen? Entweder muss die CSU in ganz Deutschland wählbar sein oder sie muss ihre Aktivitäten auf Bayern beschränken. Was sagen Sie, Carsten Neisewald? Wir sind seit Jahrzehnten eine Partei, die zwar regional in Bayern verwurzelt ist, aber für ganz Deutschland und auch Europa Politik macht. Das ist allgemein von der Bevölkerung akzeptiert worden. Wir werden gelegentlich sogar aufgefordert, uns auszudehnen. Das haben wir nicht vor. Aber ich glaube, das hat im demokratischen Prinzip sehr gut funktioniert. Lars Heise fragt, wie oft haben Sie noch vor, die richtigen Forderungen zu stellen, Herr Seehofer, und am Ende doch oft nur als Bettvorleger der Kanzlerin zu landen? Das ist ein schöner Satz, aber er trifft nicht zu. Wir haben alles, was wir 2013, das war die letzte Bundestagswahl, der Bevölkerung versprochen haben, erfüllt. Wir haben in keinem einzigen Punkt Wort gebrochen. Und wir werden das Gleiche auch nach der Bundestagswahl 2017 machen. Es wird alles, was wir der Bevölkerung versprechen, für den Fall, dass wir eine Regierung bilden können, realisiert. So, wir haben verschiedene Formate, verschiedene Längen. Wir haben das Format Sprint. Das, Herr Seehofer, heißt, wir versuchen möglichst viele Fragen an Sie, möglichst viele Antworten von Ihnen in einer Minute zu bekommen. Und Sie können nur mit einem Wort antworten. Wir haben die Fragen so gestellt, dass man das kann. Sie jedes Wort, ja, nein, niemals, vielleicht, aber ein Wort. Dann versuchen wir den ersten Sprint jetzt mit Horst Seehofer. Uhr ab. So, der Trainer läuft. So, wird zu Gutenberg eine tragende Posten in der CSU erhalten? Vielleicht. Liegt für Sie die Zukunft des Autos beim Verbrennungsmotor? Ja. Ist Herr Dobrindt auch in einer kommenden großen Koalition für Sie ein Ministerposten vorgesehen? Von Ihnen ein Ministerposten vorgesehen? Auf jeden Fall, aber vielleicht auch etwas anderes. Ein Wort. Ist Donald Trump ein guter US-Präsident? Nein. Wird der Jugendschutz verstärkt und Bier erst ab 18 erlaubt? Nein. Sind Sie ein Populist? Nein. Mögen Sie Klaus Kleber? Ja. Bewerten Sie die politische Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als objektiv? Nicht immer. Ist es langfristig denkbar, dass man die CSU auch in anderen Bundesländern wählen kann? Langfristig. Wären Sie mit Angela Merkel befreundet, wenn Sie nicht zusammenarbeiten müssten? Wir sind befreundet. Würde es Bayern besser gehen, wenn es sich vom Rest der Bundesrepublik trennen würde? Ja. Ja, da haben wir ja viel geschafft in dieser einen Minute. Prima. Damit wir aber jetzt nicht hinterher gesagt bekommen, ihr macht ja nur hier ganz schnell im Internet und man muss ja auch vertiefend diskutieren, das war nämlich ein Wunsch von ganz vielen Usern und diesen Wunsch nehmen wir ernst, haben wir ein Thema, was ihr jetzt bestimmen könnt, was wir vertieft über 5 Minuten diskutieren, das heißt Zoom bei uns. Ihr könnt jetzt entscheiden, ob wir diskutieren sollen über die Bedeutung der CSU,
Dann müsstet ihr den Herz-Emoji wenden. Also die Bedeutung der CSU vertieft diskutieren, dann bitte Herz-Emoji drücken. Oder ob wir über die Flüchtlingspolitik diskutieren sollten, dann bitte den Wow-Smiley. Also ich sage nochmal, die beiden Themen sind aus den Themenfeldern der meistgestellten Fragen. Vielleicht auch das zu erklären, warum wir die jetzt ausgesucht haben. Alle, die jetzt wollen, dass wir die Bedeutung der CSU diskutieren, bitte Herz-Emoji oder Flüchtlingspolitik Wow, Smiley, ihr habt jetzt 5 Minuten Zeit dazu. Wir reden also weiter. In diesen 5 Minuten bitte wählen. Dann machen wir Kassensturz, entscheiden, welches Thema gewählt werden wird und vertiefen das dann. So, und wir haben auch Videofragen an Horst Seehofer. Und genau diese erste Videofrage wollen wir mal anhören. Schönen guten Tag, Herr Seehofer. Ich würde sehr gerne von Ihnen wissen, warum Sie am 15. Mai 1997 gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt haben. Vielen Dank und liebe Grüße, Benjamin Meyer zum alten Borglum. Was sagen Sie, Benjamin Meyer? Ja, das war einfach die Überlegung bei mir, wie kann man dies rechtsstaatlich vor Gericht auch durchfechten und beweisen angesichts dieser intimen Verhältnisse. Aber es ist anders entschieden worden und das akzeptiere ich. Ich frage jetzt einfach nur im Sinne von Herrn Meyer ganz kurz, würden Sie das heute genauso nochmal entscheiden? Glaube ich nicht. Gut. Übrigens, das ist ein gutes Beispiel, wie sich mit der Zeit auch die Verhältnisse und Einstellungen ändern, ohne dass man einem Politiker immer gleich den Vorwurf machen sollte, er ist beliebig. Mhm. So, dann nehmen wir weitere Fragen auf. Leon Schiemann fragt uns, was halten Sie, Herr Seehofer, von der aktiven Sterbehilfe? Eine Begleitung zu einem würdigen Sterben, ja, aber nicht zum Sterben auf Verlangen. Philipp Thomas fragt, inwiefern ist das Verbot von Cannabis noch erforderlich und heutzutage noch angemessen? Insgesamt halte ich das Verbot für richtig. Ich bin aber auch dafür, dass man es bei schweren Erkrankungen als therapeutisches Mittel einsetzt. Viktor Nersheimer fragt, Herr Seehofer, ist die Ehe zwischen Mann und Frau nur dann wertvoll, wenn daraus Kinder hervorgehen? Wenn nein, warum dürfen für Sie Homosexuelle dann nicht die Ehe eingehen? Wir haben natürlich auch den Fall, dass die Ehe zwischen Mann und Frau trotz des Wunsches nach einem Kind aus medizinischen Gründen eben diesen Wunsch nicht erfüllen kann. Wir sind für dieses Leitbild Ehe zwischen Mann und Frau, aber wir wissen auch um die Lebensrealität und auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften wird Verantwortung für ein ganzes Leben übernommen und deshalb wird bei uns dann niemand diskriminiert und ausgegrenzt. Insofern war ich froh, dass wir uns darauf verständigt haben, diese Frage zu einer Gewissensfrage im Deutschen Bundestag zu machen. Und ich frage nach, da nur, das erlauben Sie mir hoffentlich, die User ganz kurz, wird Bayern klagen? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen, nicht weil ich jetzt ausweichen möchte, sondern eine Klage muss ja Hand und Fuß haben, nicht einfach aus der Emotion raus. Und wir würden, wenn wir klagen, auch nicht einen Feldzug gegen bestimmte Personen machen, sondern wir würden eine Klage nur damit begründen, Rechtsfrieden herzustellen. Kevin Schaso, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, fragt, Herr Seehofer, haben Sie schon mal daran gedacht, selbst als Kanzlerkandidat anzutreten? Ja, jeder Mensch darf Träume haben. Okay, Jonas Iseke fragt, würden Sie die in Bayern eingeführte Unendlichkeitshaft auch im Rest Deutschlands einführen und sehen Sie darin keine Verletzung der Unschuldsvermutung? Die unendliche Haft ist ja auch so ein Medienprodukt. Kein Mensch kann Personen unendlich auf unbestimmte Zeit in Haft nehmen, nur weil man sie zum Beispiel abschieben möchte und muss. Das ist auch nicht die Realität in der bayerischen Justizpraxis. Benno Kaiser fragt, wann wird in Bayern die Zwangsrundfunksgebühr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgeschafft? Ja, verliebt sind wir in diese Gebühr nicht. Auf der anderen Seite brauchen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch mit einem öffentlichen Versorgungsauftrag, der Grundversorgung. Wir überlegen pausenlos, wie wir die Höhe dieser Gebühr in Schach halten können. Raphael Fleischmann fragt, auf welcher Grundlage erlaubt sich die CSU, Bayern als Standort eines Endlagers
auszuschließen? Auch das ist falsch. Wir schließen nicht aus. Das war früher so. Seitdem ich Ministerpräsident des Freistaats Bayern bin, sind wir bereit, auch in Bayern einen Standort für ein Endlager zu untersuchen. Genauso wie wir bereit sind, Castor-Transporte auch nach Bayern durchzuführen. Wolfgang Bauer fragt, wen hätten Sie auf Bundesebene lieber als Koalitionspartner für die Union, Herr Seehofer? Die Grünen oder die SPD? Die FDP. Und um bei der Frage zu bleiben, die Grünen oder die SPD? Möglicherweise braucht man ja zwei Koalitionspartner nach den derzeitigen Umfragen. Bei den Grünen sondiert haben wir das letzte Mal auch 2013. Kommt es darauf an, ob man sich auf ein vernünftiges Regierungsprogramm verständigen kann. Mit einer Orgie von Steuererhöhungen wird es eine Regierung mit den Grünen nicht geben. Maria Z. fragt, wieso halten Sie am Verbrennungsmotor so fest? Ja, weil ich keine andere realistische Chance sehe, für die nächsten Jahre die Mobilität in Deutschland aufrechtzuerhalten. Und die Automobilindustrie ist eine Schlüsselindustrie, nicht nur für uns in Bayern, sondern für ganz Deutschland. Wenn die ersten Arbeitsplätze wegfallen würden, dann würde diese Frage anders lauten. So, wir haben jetzt das Votum. Ihr habt abgestimmt und mehrheitlich gesagt, wir wollen die Bedeutung der CSU verstärkt diskutieren. Ich finde das prima und wir legen dann auch direkt los. Finde ich auch prima. Ja, finden Sie auch prima. Ja, ich sage das nur deshalb, weil wir Flüchtlingspolitik jetzt schon zweimal als Schwerpunkt diskutiert hatten. Und insofern jetzt einfach da auch ein bisschen variieren, sonst habe ich da gar nichts zu melden. Also, ihr habt abgestimmt, Bedeutung der CSU. Frank Gabriel fragt, Herr Seehofer, wieso wollen Sie in der Bundesregierung sein, wenn Ihre gesamte Politik nur auf das Bundesland Bayern fokussiert ist? Ja, das ist nicht richtig. Unsere Politik findet mit der Bayerischen Landesregierung in Bayern statt. Und dann sind wir beteiligt an der Koalition in Berlin seit 12 Jahren und gestalten deutsche Politik mit. Ich muss einmal ein Missverständnis aufräumen. Die CSU erreicht durch die Wahl in Bayern, alleine in Bayern, so viele Prozente wie andere Parteien, die in ganz Deutschland kandidieren. Also 7-8%. Und wenn man in Bayern alleine das erreicht, was FDP oder Grüne in ganz Deutschland erreichen, ist man auch legitimiert, also in Berlin mitzumachen. Sie haben da viel PS unter der Kühlerhaube, wollen Sie uns sagen, politische PS. Sören S. fragt, ist es langfristig für Sie denkbar, Herr Seehofer, dass man die CSU auch in anderen Bundesländern wählen kann? Das hatte ich vorher schon beantwortet. Ich muss jetzt die gleiche Antwort geben. Langfristig ja. Gut. Und wann fängt langfristig an? Ja, jedenfalls nicht, solange ich noch auf der politischen Bühne bin. Okay. Zerrin Göbel fragt, befürworten Sie eine Trennung Bayerns von Deutschland und befürworten Sie einen eigenen bayerischen Staat? Bitte begründen. Emotional hätte ich es gerne. Wir zählen, wenn wir uns als Bayern selbst einstufen würden, zu den 10 stärksten Ländern in Europa. Wir wären existenzfähig. Aber das Grundgesetz verbietet diese Dinge. Wir bräuchten eine Volksabstimmung dazu in ganz Deutschland. Und wie die ausginge, ist wohl klar. Also das ist ein oft gehegter Traum in Bayern, aber nicht mit dem Grundgesetz kompatibel. Prasado Kappenberger fragt, wann spaltet sich die CSU endlich von der CDU ab, damit diese, also die CDU, auch in Bayern wählbar wird? Da scheint sich also jemand die CDU in Bayern wählbar zu wünschen. Ja, herzlich willkommen. Wenn Sie uns wählen, wählen Sie automatisch die CDU. Wir werden keine Spaltung durchführen zwischen CDU und CSU. Solange der Kurs und ein starkes Band der Gemeinsamkeit vorhanden ist, wie im Moment, besteht dazu auch überhaupt kein Anlass. Horst Heinrich Kübel fragt, warum kleben Sie an dem bayerischen Ministerpräsidentenstuhl, anstatt eine führende Rolle in einer möglichen Bundesregierung anzustreben und damit Ihrer Agenda auch noch mehr Gewicht zu verleihen? Weil es der Wille der bayerischen Bevölkerung ist. Die hat mich gewählt und ich gehöre nicht zu den Politikern, die nach einer Wahl dann etwas anderes machen, weder in der Wirtschaft noch in der Politik. Heiko Lehmkuhl fragt, wird es in absehbarer Zeit eine Volksabstimmung über einen Brexit geben? Das hatten wir jetzt eben auch schon gewissermaßen. Eine Abspaltung von Bayern, ein Brexit, würde ein unabhängiger Freistaat Bayern den Franken Autonomierechte gewähren?
Das sehen, schon, sehen Sie schon, wie die Abspaltungsidee kompliziert ist, weil dann natürlich innerhalb Bayerns gleiche Gedanken aufkommen. Wir haben übrigens auch noch die Schwaben. Und ich glaube, die Bayern sind deshalb so stark, weil sie die Volksstämme harmonisch zusammengeführt haben. So ist das mit den Autonomiebewegungen. Leon Kostertz fragt, Herr Seehofer, hat Herr Schulz überhaupt noch eine Chance, gegen Frau Merkel Bundeskanzler zu werden? Prinzipiell ja, auch wenn man sich das nach den Umfragen derzeit nicht vorstellen kann. Aber ich habe genug Wahlkämpfe erlebt, wo in den letzten Wochen sich das Blatt komplett gedreht hat. Gut, damit ist unser vertiefter Block, nämlich 5 Minuten gehen schnell rum, zur CSU schon wieder vorbei. Danke für die vielen Fragen. Und damit wir in unseren Geschwindigkeiten auch ein bisschen variieren, machen Sie sich bereit zum nächsten Sprint. Also sprich immer nur ein Wort als Antwort. Insofern Uhr ab für den Sprint Nummer 2. Herr Seehofer, wird es für die Menschen in unserem Land, die unter 20 sind, noch eine Rente geben? Ja. Waren Sie schon mal bei einer Flüchtlingsfamilie zu Gast? Ja. Sind Sie traurig, dass Frauke Petri mehr als doppelt so viel Facebook-Follower hat als Sie? Überhaupt nicht. Sollte es eine Obergrenze für Auftritte und Äußerungen von CSU-Politikern geben? Nein. Wen hätten Sie auf Bundesebene lieber als Koalitionspartner für die Union, die Grünen oder die SPD? Das hatten wir schon mal. Kein? Unklar. Gut, kommt weiter. Auf den Inhalt an. Glauben Sie, Franz Josef Strauß würde gegenüber Frau Merkel auch so einknicken wie Sie? Das glaube ich nicht, weil ich nicht einknicke. Wird die Union in der nächsten Legislaturperiode mehr in die digitale Infrastruktur Deutschlands investieren? Ja. Glauben Sie an Gott? Ja. Und glauben Sie, er schaut wohlwollend auf Sie herab? Bisher war es so in meinem Leben. Kommt die dritte Startbahn am Münchner Flughafen? Ja, aber nur mit der Bevölkerung. Weizen oder Pilz? Pilz. Gut, das war der zweite Sprint und ich muss einfach mal sagen, dass bei der einen Frage, wo Sie ausgeholt haben, war es auch nicht ganz leicht, nur mit einem Wort zu antworten. Also insofern gehen wir auf weitere Fragen, denn die kommen rein. Wir haben Google-Fragen. Google-Fragen heißt, das ist im Grunde, wenn man bei Google Horst Seehofer eingibt, dann kommen diese Fragen als die meistgestellten Fragen, die sich die Menschen bei Google fragen, wenn man Horst Seehofer eingibt. Hören wir uns die mal an. Will Horst Seehofer? Erste Google-Frage. Das Wichtigste, dass jeder Politiker will, parteiübergreifend, dass es dem Land gut geht und den Menschen immer ein Stückchen besser. Was verdient Horst Seehofer? Zweite Google-Frage. Irgendwo über 200.000 Euro. Ist nicht schlecht, aber vergleichen Sie das mal mit der freien Wirtschaft. Ich jammere nicht, ich bin zufrieden. Die dritte war, was macht Horst Seehofer? Politik, habe schöne Hobbys, eine nette Familie und freue mich über jeden Tag, an dem mir der Herrgott die Gesundheit schenkt. So, wir haben bei dem Thema im Vorfeld und bei den Fragen diesmal extrem viele Fragen zur Familie von Horst Seehofer bekommen. Wir haben da viele nicht wahrgenommen, weil sie sehr persönlich waren. Eine aber, die verbunden ist mit einer politischen Frage, wollen wir jetzt stellvertretend für die ganzen anderen, die wir sozusagen jetzt einfach mal jetzt fragen, rangenommen. Und die heißt, Herr Seehofer, Sie sind selbst Vater einer außerehelichen Tochter. Deshalb meine Frage, was will Ihre Partei tun, um alleinerziehende Eltern zu unterstützen, damit deren Kinder keine Nachteile haben und ihnen keine Nachteile entstehen? Da sind zwei Punkte sehr wichtig. Die finanzielle Unterstützung durch Kindergeld, durch Steuervorteile, aber vor allem auch die Chance zur Bildung. Die Bildung ist das Tor zum Leben. Und die beiden Punkte sind für mich das Wichtigste. Neben der menschlichen Zuwendung, die wir alle miteinander brauchen.
Gut, Mick Koster fragt, Mindestlohn muss erhöht werden. Wie hoch wird er erhöht werden? Da haben wir eine Kommission aus Arbeitgebern, Wissenschaftlern und Gewerkschaften. Und die müssen das der Politik vorschlagen. Es ist immer falsch, wenn die Politik Löhne festlegt. Gerlind, das ist jetzt ein schwieriger Name, Entschuldigung, ich kann den jetzt nicht ganz lesen. Die fragt aber, Gerlind fragt, was ist eine christliche Partei, was tut eine christliche Partei gegen die Massentierhaltung? Indem wir schauen, dass Massentierhaltung, wo immer sie auch zum Nachteil für die Tiere ist, reduzieren. Das geschieht ja seit vielen Jahren. Nicht alleine durch die CSU, aber auch mit unserer Unterstützung. Michael Kramer fragt, ist die Rente noch sicher? Ja. Und Max Gnog fragt, Herr Seehofer, haben Sie persönlich einen Streaming-Account? Ja, ich bin aber jetzt nicht jemand, der, ich habe sehr viel Interesse am Internet, google ja auch sehr viel, aber alles, was mit Äußerungen zusammenhängt, in den verschiedenen Möglichkeiten, das macht meine Umgebung. Das ohne, gut, dass sie jedes Mal mit mir sprechen muss, weil die wissen, wie ich denke. Ja. Michael Meribers Hinrich fragt, wie wollen Sie die den Steuerbetrug der großen Unternehmen unterbinden? Ja, dafür brauchen Sie Spezialkräfte, also Sonderkommandos sozusagen in der Finanzverwaltung. Die haben wir auch ständig verstärkt, auch in Bayern, damit man solchen Steuerumgehungstatbeständen rechtzeitig auf die Schliche kommt. Marco Vatikan fragt, was plant die CSU-CDU gegen die Wohnungsnot in Ballungsräumen zu tun und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Und hier meine ich nicht normalen sozialen Wohnungsbau für Hartz IV, Sozialempfänger und Flüchtlinge, sondern ich meine normale Arbeiter und Angestellte mit Kindern, der sich mittlerweile kaum noch eine Wohnung leisten kann. Wir wollen in den nächsten 4 Jahren 50% mehr Wohnungen bauen in Deutschland, nämlich 1,5 Millionen Wohnungen. Dafür eine Sonderabschreibung von der Steuer für den Wohnungsbau einführen, den sozialen Wohnungsbau fördern und auch ein Baukindergeld einführen, damit Familien mit Kindern sich auch ein Wohneigentum leisten können. Philipp Mahler fragt, mich würde interessieren, wie direkt nach der Wahl Herr Seehofer den Bayernplan umsetzen will. Ja, ich mache seit 46 Jahren Politik und ich mache es genauso wie in den letzten 46 Jahren. Ich fahre nach Berlin und werde Punkt für Punkt in die Verhandlungen einbringen. Und dann werden wir am Ende sehen, wir können das durchsetzen. Björn Rüte fragt, was halten Sie von der Idee, den liberalen Stimmen des Islam eine Stimme zu geben, zum Beispiel Imame in Deutschland auszubilden? Wäre das eine oder welche andere Strategie haben Sie? Nein, wir haben diese Strategie. Wir haben einen Lehrstuhl für Islam in Bayern. Wir geben islamischen Unterricht als Sozialkundeunterricht in bayerischen Schulen. Das müssen wir schon tun, mit den vernünftigen Kräften im Gespräch zu bleiben, um den Hinterhofverführern keine Chance zu geben, den Islamisten. Lukas Broch fragt, wie stellen sich die Unionsparteien zukünftige Rahmenbedingungen für das automatisierte Fahren konkret vor? Wird insbesondere die Möglichkeit des Eingreifens des Fahrers in den automatisierten Prozess verbindlich für jedes Fahrzeug vorgeschrieben werden? Ich denke ja, dass die letzte Entscheidung immer bleiben muss beim Menschen. Wir haben da ganz schwierige ethische und moralische Fragen, wenn mehrere Personen oder das Auto auf mehrere Personen zusteuert. Welche Entscheidung wird dann getroffen? Das kann man ja nicht dem Computer überlassen. Ist jetzt der ältere Mensch dann gegenüber dem Kind bevorzugt anzusteuern? Das sind ganz schwierige Fragen, die letztendlich auch noch überhaupt nicht gelöst sind. Deshalb braucht es ja immer den Letzteingriff des Menschen. Sonny White fragt, wie steht Horst Seehofer zur Erbschaftssteuer? So wie ich sie ausgehandelt habe in Berlin. Ich habe für die Union verhandelt mit der SPD. Ich denke, dass man bei privater Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer seine Steuer zu zahlen hat. Wenn ein Betriebsvermögen übergeht, also Arbeitsplätze, immer dann eine Bevorzugung stattfinden kann, wenn die Arbeitsplätze dauerhaft erhalten werden. Da würden wir mit einer höheren Erbschaftssteuer die Arbeitsplätze vernichten.
Mohammed Gaddafi Hassan fragt, gibt es bereits jetzt oder schon bald Wahlrecht für Ausländer oder Flüchtlinge? Das ist nur in europäischem Maßstab zu lösen. Im Kommunalrecht ist es so, aber bei anderen Wahlen sehe ich jetzt auf absehbare Zeit keine Möglichkeit. Viele, viele Facebook-Fragen, deshalb sammeln wir die und fassen die zusammen. Fragen, wie stehen Sie zur Obergrenze? Braucht es die noch immer? Ja, natürlich. Wir haben jetzt einiges erreicht durch die Debatte um die Obergrenze. Alleine, dass wir debattiert haben, der Kurs in Berlin hat sich verändert. Die Zuwanderung ist relativ gering im Moment. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es so bleibt. Und dazu brauchen wir die Obergrenze. Dirk Schäfer fragt, und die Fragen prasseln rein, das finden wir toll. Also Dirk Schäfer fragt, Herr Seehofer, wie stellen Sie und Ihre Partei sich das zukünftige Verhältnis zur Russischen Föderation vor? Ausgleichend. Wir brauchen vernünftige Beziehungen zu Moskau. Ich war ja in der jüngsten Zeit 3-mal bei Putin. Allerdings darf man völkerrechtswidrige Dinge wie die Annexion der Krim dort nicht verschweigen. Ich habe das gegenüber Herrn Putin nie getan. Er ist dann für einige kurze Zeit säuerlich. Aber das gehört zum anständigen Umgang miteinander. Trotzdem, in der Realpolitik gehört dazu, dass man auch zu solchen Staaten vernünftige Beziehungen hat. Mike fragt, was sagen Sie zu den letzten Aussagen von Herrn Erdogan? Wie soll man mit der Türkei da umgehen? Die Aussage selbst ist eine Frechheit, völlig inakzeptabel. Das reiht sich ein in all die Dinge der letzten Monate mit Verhaftungen und ähnlichen Äußerungen. Und man sollte es nicht nur kritisieren, sondern auch konsequent sein. Der Türkei klar sagen, Vollmitgliedschaft in der Türkei, nein. Und die Mittel, und es sind Milliarden, die die EU derzeit noch an die Türkei überweist für die Vorbereitung des Beitritts, die sollte man sofort stoppen. Immanuel Zilke fragt, wann werden endlich Cannabiskonsumenten entkriminalisiert? Das kann ich nicht versprechen, weil ich aus den Schicksalen vieler Suchtkranker weiß, was Sucht bedeutet. Sucht ist ja nicht nur Rauschmittel oder Cannabis, sondern härtere Drogen oder auch der nicht angemessene Konsum von Alkohol. Wer solche Menschen kennt, kann nicht dafür eintreten, dass man es freigibt. Ich sage aber noch einmal, im medizinischen Bereich für die Therapie unter ärztlicher Kontrolle, ja. Adawaya fragt, Herr Seehofer, wie will Ihre Partei den Soli abschaffen? Indem wir ein Gesetz machen, wo wir reinschreiben, wird abgeschafft. So ist der Rechtsstaat. Und Daniel Wolf fragt, Herr Seehofer, gibt es im CSU-Part der Union fragwürdige Rechtsaußenpositionen, von denen Sie sich wünschen würden, dass die nicht bei Ihnen wären? Gibt es die? Also für die CSU kann ich ganz verbindlich besprechen, wir haben solche rechten Dumpfbacken überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir bekämpfen sie. So, Herr Seehofer, dann haben wir immer in unseren Frag selbst eine Bitte an Sie, eine Frage an Sie, nämlich, dass Sie Ihren Politikstil, Ihre Art Politik zu machen, in einer Geste ausdrücken. Umarmen. Auf die Leute zugehen, eine Koalition mit den Bürgern zu machen. Miteinander und nicht nebeneinander oder gegeneinander. Sie können heute bei der Komplexität der Dinge gute Politik nur noch machen, wenn Sie auf die Bürger hören. Da ist sehr viel Sachverstand da. Herzlichen Dank, Herr Seehofer. 30 Minuten gehen schnell vorbei. Danke an euch für all die vielen Fragen. Sorry für all die, die jetzt nicht drangekommen sind. Wir haben uns aber immer bemüht, zumindest dann eine Frage zu nehmen, die viele andere auch so oder etwas anders gestellt haben. Frag selbst ist vorbei. Am kommenden Sonntag wird hier der SPD-Parteichef und Herausforderer Martin Schulz sich euren Fragen stellen bei Frag selbst. Und wenn ihr Interesse habt, heute im linearen Fernsehen, wird Horst Seehofer auch noch im ARD-Sommerinterview sein. Danke fürs Mitmachen. Tschüss.